Ja, vielen Dank. Freut uns, dass wir heute hier einmal das Thema präsentieren können. Was ist eigentlich Open Data? Und gerade auch unseren Subtitel, wie kann Open Data oder was kann Open Data tun, damit Traktion sicherer wird? Das Ganze richtet sich an Open Data Neulinge. Das ist also ein Einstiegsvortrag. Und dementsprechend gehen wir nicht in allzu viele tiefe Details hinein. Kurze Vorstellung zu Lina und mir. Wir arbeiten beide bei Fraunhofer Focus. Das haben wir eben schon gehört. Und wir sind beide schon viele Jahre im Open Data Kontext aktiv. Also wir entwickeln gemeinsam Open Data Portale auf nationaler und europäischer Ebene. Wir beraten Bund, Länder und Kommunen zu den Themen Open Data. Haben da also auch schon hinreichend Erfahrungen und können auch gerne alles, was jetzt hier in dem Vortrag nicht hinreichend beantwortet würde, gerne auch im Nachgang in der Diskussion beantworten. Was ist eigentlich Open Data? Um dem auf der Spur zu gehen, auf die Spur zu gehen, können wir uns fragen, wer ist dafür eigentlich verantwortlich in Deutschland? Und die Weiterentwicklung der Open Data Politik liegt in den Händen des Ministeriums der Wirtschaft und Energie und dem Innenministerium. Und da haben wir uns überlegt, wir nutzen die Zeit und nehmen einmal unser Rad und machen eine Tour durch Berlin und wollen hier zum BMWI, also dem Ministerium für Wirtschaft und Energie, fahren und haben da ein wenig Zeit, um über Open Data nachzudenken. Und auch über die Merkmale, was Open Data auszeichnet. Jetzt könnte man meinen, wir sehen hier eine Karte von Google Maps, da ist sogar eine Route drauf. Ich habe dafür nichts bezahlt. Ich habe einfach die Route mir erstellen lassen und kann das auf der Fahrt nutzen, um meinen Weg zu finden. Ist das nicht schon Open Data? Und da müssen wir leider sagen, nein, so einfach ist das nicht. Es gibt nämlich ein paar Restriktionen, die ich beachten muss, wenn ich beispielsweise Material von Google Maps verwenden möchte. Für mich als Privatperson ist das wunderbar. Ich darf mir die Karte anzeigen lassen und kann sie weiter verwenden. Möchte ich damit aber andere Dinge tun, die Google Maps in ihren Funktionen nicht vorsieht, dann stoße ich da auf Einschränkungen. Möchte ich zum Beispiel eine Anwendung entwickeln auf Basis dieses Dienstes und möchte ihn kommerziell nutzen, ist das so nicht weiter erlaubt. Eine wichtige Sache, die für offene Daten also erforderlich ist, sind vor allem offene Lizenzen. Und offene Lizenzen sind auch vielseitig und nicht immer einfach zu beantworten. Als Beispiel, wer Adleraugen hat, hat es vielleicht schon gesehen. Unten links in der Folie steht mein Name. Das bezieht sich auf das Foto. Und das Foto ist als offene Lizenz zu verwenden. So, und die Eigenschaften der Lizenz, die hier verwendet wird, das ist eine Lizenz von den Creative Commons. Das ist eine Organisation, die hat es sich zur Aufgabe gemacht, einfach Lizenzen zu veröffentlichen, also Lizenzen zu erstellen, die einfach verständlich sind und auch im Open Data Kontext angewandt werden können. Und hier besagt es, man darf alles mit diesem Foto tun. Man dürfte es verbreiten, vervielfältigen, verändern, für eigene Zwecke auch kommerziell anbieten. Aber es gibt eine Restriktion, die Namensnennung. Das bedeutet, wo immer dieses Foto weiter verwendet wird, müsste auch mein Name mit genannt werden, weil ich der Autor dieses Fotos bin. Und das Gleiche kann auch gelten für offene Daten aus Behörden, Kommunen etc. Dass also hier darauf geachtet wird, dass die Daten offen lizenziert werden, weiterverwendet werden können etc., die kommerzielle Nutzung erlaubt wird und so weiter. Es gibt noch weitere Einschränkungen und Details, da können wir gerne aber auch in der Diskussionsrunde zu kommen. Ein weiteres Thema ist überhaupt auch die Art, wie Daten bereitgestellt werden. Wir haben eben eine Karte von Google Maps gesehen und die kann ich jetzt auch verwenden. Aber was ist denn, wenn eine Karte und einer gegebenen Lizenz einfach als Bildmaterial bereitgestellt wird? Also eine PDF, ein JPEG, eine Grafik beispielsweise. Dann ist das hervorragend für mich als Privatperson, als Einzelperson. Ich kann daraus Mehrwerte ziehen, aber ich kann damit noch keine Anwendung implementieren, die diese Mehrwerte auf eine große Masse ausrollen kann. Was also wichtig ist, sind auch maschinenlesbare Formate, dass offene Daten maschinenlesbar bereitgestellt werden. Maschinenlesbar meint in diesem Zusammenhang,
dass Anwendungen die Daten interpretieren können. Genau genommen lässt sich auch eine Grafik oder ein Bild interpretieren. Das erfordert aber großen Aufwand und wieder Technologien, die kostenspielig sind und wo auch bestimmte Kompetenzen erforderlich sind. Also das geht dann in die Richtung Mustererkennung und auch künstliche Intelligenz. Es geht aber auch viel leichter. Gerade im Bereich von Geodaten gibt es besondere Formate, also Kartenmaterialformate, wie diese bereitgestellt werden können. Geodaten sind ja aber nur ein Beispiel. Viel einfacher sind natürlich tabellarische Daten, die bereitgestellt werden. Die kann man als Excel bereitstellen. Oder eben noch besser als CSV, XML, wenn es mehr in die Programmierung geht, JSON etc. Wir sagen nicht, dass Daten nicht als PDF oder menschenlesbare Formate bereitgestellt werden sollen, aber sie sollten zusätzlich auch immer in maschinenlesbaren Formaten angeboten werden. Wenn wir jetzt also wissen, dass offene Daten offen lizenziert sein sollen und maschinenlesbar sein sollen, dann gibt es noch eine Hürde, noch weitere Hürden, die zu meistern sind, und zwar müssen die Daten auch auffindbar sein. Und ich möchte die Daten auch verstehen. Was bringt es mir, wenn es offene Daten gibt, die auch durchaus maschinenlesbar sind, diese aber nicht auffindbar sind? Dafür gibt es Metadaten. Metadaten sind essentiell, denn sie geben mir Aufschluss, was die Daten eigentlich beschäftigt. Also worum geht es in den Daten? Ich kann es mir auch ganz einfach vorstellen, hier am Beispiel des Fahrrads. Ich sehe einige Metadaten, das hat ein Dynamo, eine Rücktrittbremse. Ich sehe, wie schwer das ist. Das sind für mich, wenn ich ein Fahrrad suche, eventuell alles Kriterien, nach denen ich suche, um genau das Fahrrad zu finden, was ich gerne haben möchte. Und Gleiches trifft natürlich auch auf Daten zu. Die Metadaten helfen mir dabei, die Daten zu verstehen und auch natürlich die Daten zu finden. Es ist natürlich schön, wenn ich jetzt das richtige Metadatum gefunden habe, und in dem Metadatum befindet sich in der Regel ein Link. Dort liegt dann die eigentliche Datei, die eigentlichen Daten, die ich finden möchte. Eine CSV-Datei, eine Excel-Datei, was ich gerade benötige. Wenn ich so weit gekommen bin, ist das schon sehr gut. Was schade wäre, ist, wenn diese Daten dann nicht erreichbar sind oder ich vor irgendeine Mauer gestellt werde und eine weitere Hürde überwinden muss, nämlich mich irgendwo registrieren muss und einen Nutzer-Account brauche. Was also ein weiteres wichtiges Kriterium ist für offene Daten, ist die Erreichbarkeit. Offene Daten müssen erreichbar sein, auf einer offenen Plattform liegen, also irgendwo im Internet erreichbar sein, ohne dass es dazu Einschränkungen kommt. Und sie sollten auch möglichst permanent erreichbar sein. Also nicht nur für einen temporären Zeitraum, sondern für einen sehr langen Zeitraum. Wir sagen nicht, dass das Internet ein Archiv werden muss, wo Daten einmal landen und nie wieder gelöscht werden. Aber eine gewisse Permanenz sollte da auf jeden Fall vorhanden sein. Darüber hinaus sollten Daten auch möglichst in ihrer Rohform bereitgestellt werden. Das ermöglicht nämlich viel bessere Möglichkeiten zukünftig, dass Daten aggregiert werden können und dass daraus auch Ideen entwickelt werden können, die zuvor eventuell noch nicht angedacht wurden. Beispielsweise, wenn man vorher Daten schon zusammenführt und dort gleichzeitig auch den Datenbestand reduziert. Natürlich gibt es auch einige Unwegsamkeiten auf dem Weg zu Open Data, und darüber wird meine Kollegin Lina Bruns berichten. Ja, vielen Dank. Die Berliner unter uns haben es vielleicht erkannt. Unsere Reise startete am Kotti, am Kottbusser Tor, eine vielbefahrene und für Radfahrer durchaus gefährliche Kreuzung. Und auch zwischendurch auf dem Weg zum BMWi sind wir immer wieder auf Unwegsamkeiten gestoßen. Man sieht das hier auf der Folie ganz schön. Teilweise sahen die Fahrradwege, die wir benutzen sollten, doch sehr abenteuerlich aus. Und nicht nur auf der Fahrradstrecke zum BMWi sind die Unwegsamkeiten begegnet, auch bei dem Thema Open Data gibt es Unwegsamkeiten. So gibt es insbesondere bei denjenigen, die Daten bereitstellen oder bereitstellen sollen, immer wieder Ängste oder Einwände, denen man begegnet. Und dazu gehört zum Beispiel der Einwand, dass Open Data ja ganz schön viel Arbeit und Aufwand kostet, nämlich um Daten so aufzubereiten, dass man sie veröffentlichen kann. Viel stärker wiegt vielleicht sogar noch die Angst vor Missbrauch. Also häufig
begegnen wir tatsächlich potenziellen Datenbereitstellern, die sagen, wir wollen unsere Daten nicht der Öffentlichkeit bereitstellen, weil wir Angst davor haben, dass sie missbraucht werden. Und an dieser Stelle ist nochmal ganz wichtig abzugrenzen, dass nicht alle Daten Open Data geeignet sind. Das heißt, insbesondere Daten, die einen Personenbezug haben oder personenbeziehbar sein können oder auch Daten, die ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis innehaben, sind nicht Open Data geeignet. Also über diese Daten sprechen wir hier nicht. Mittlerweile sind wir jetzt auf unserer Fahrradroute an unserem Ziel angekommen. Das BMWI sehen wir auf der nächsten Folie. Genau, da ist es. Auf dem Weg dorthin haben wir ja jetzt schon einiges über Open Data gelernt. Das heißt, wir fassen das einmal ganz kurz zusammen, was Open Data denn jetzt eigentlich ist. Open Data beschreibt die Idee, Daten frei zugänglich nutzbar zu machen. Sie also zur Verfügung zu stellen, damit sie weiterverarbeitet und verbreitet werden können. Das Ganze unter einer offenen Lizenz und in maschinenlesbaren Formaten. Und eben ganz wichtig, Open Data beschreibt nicht die Veröffentlichung von personenbeziehbaren Daten oder Daten mit Geschäftsgeheimnissen. Wir haben ja jetzt auch schon gelernt, dass das Bundeswirtschaftsministerium etwas mit Open Data zu tun hat. Sie schaffen nämlich gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium die gesetzliche Grundlage für Open Data auf der Bundesebene. Es gibt nämlich das sogenannte E-Government-Gesetz und dieses E-Government-Gesetz verpflichtet die unmittelbare Bundesverwaltung zu Open Data. Es ist mittlerweile auch ein zweites Open Data-Gesetz geplant. Das liegt momentan als Gesetzesentwurf vor und das sieht vor, dass dass der Anwendungskreis ausgeweitet wird, auch auf die mittelbare Bundesverwaltung. Aber wir haben gesetzliche Grundlagen nicht nur auf der Bundesebene, sondern es gibt auch einige Bundesländer, die eigene E-Government-Gesetze haben und ihren Landesbehörden oder auch Kommunalbehörden eben Open Data vorschreiben. Das Ganze ist aber ein Thema, was nicht nur in Deutschland behandelt wird, sondern natürlich auch international und in anderen Ländern. So gibt es beispielsweise auch eine gesetzliche Grundlage auf europäischer Ebene. Wir haben hier die PSI-Richtlinie, die Public Sector Information-Richtlinie, die eben auch Vorgaben zu Open Data in den EU-Mitgliedstaaten beinhaltet. Wer sind denn nun aber die eigentlichen Akteure im Open Data-Kontext? Für diesen Vortrag hier schauen wir da einmal ganz kurz auf zwei Gruppen. Man kann natürlich noch viel weitere Gruppen identifizieren, aber die beiden wichtigsten Gruppen sind die Datenbereitsteller und die Datennutzer. Wir haben es gerade schon gehört, es gibt gesetzliche Vorgaben, dass die öffentliche Verwaltung ihre Daten als offene Daten bereitstellen soll. Das heißt konsequenterweise natürlich, dass Datenbereitsteller aus der öffentlichen Verwaltung kommen. Daneben gibt es aber auch nichtstaatliche Stellen, also Unternehmen oder Nichtregierungseinrichtungen, die ebenfalls ihre Daten veröffentlichen. Als ein Beispiel kann man hier zum Beispiel die Deutsche Bahn nennen, die ein eigenes Open Data Portal haben und dort Daten veröffentlichen, beispielsweise zu den verschiedenen Bahnhöfen, wie die ausgestattet sind, ob die barrierefrei sind, ob sie Fahrstühle haben etc. Die Gruppe der Datennutzenden ist ebenfalls sehr heterogen. Das sind beispielsweise Entwicklerinnen und Entwickler, die die Daten benutzen, um neue Anwendungen oder Geschäftsmodelle zu generieren. Das können aber auch Journalisten sein oder die Wissenschaft. Oder auch ganz einfach Bürgerinnen und Bürger, die sich über verschiedene Sachverhalte informieren wollen und dazu die offenen Daten sich anschauen. Zu guter Letzt ist aber vor allen Dingen die öffentliche Verwaltung selbst Nutzer der offenen Daten. Denn oftmals ist es relativ schwierig. Wir haben ein sehr ausgeprägtes Silo-Denken in der öffentlichen Verwaltung und hier an Daten aus einer anderen Abteilung innerhalb der gleichen Behörde zu kommen, kann tatsächlich sehr kompliziert und langwierig sein, sodass es manchmal einfacher ist, einfach den Weg über die offenen Daten zu gehen und die Daten so zu beziehen. Ja, wir sind jetzt ganz gut informiert über Open Data und treten jetzt unseren Rückweg wieder zurück nach Kreuzberg an. Dabei denken wir aber noch einmal über das ganze Thema nach und überlegen uns, was sind denn jetzt eigentlich die konkreten Mehrwerte von Open Data? Da haben wir zum einen die Transparenz. Das heißt, wenn die öffentliche Verwaltung ihre Daten veröffentlicht, schafft sie damit natürlich Transparenz über ihr Handeln. Dadurch kann sie es schaffen, dass ihr Handeln durchaus auch legitimiert wird und dass der Informationsfluss zur Zivilgesellschaft oder auch zur Wirtschaft verbessert wird.
Ein weiterer Vorteil ist der wirtschaftliche Mehrwert bzw. die soziale Wertschöpfung. Das heißt, wenn beispielsweise Entwicklerinnen und Entwickler die offenen Daten nutzen, um neue Geschäftsmodelle zu generieren, dann haben wir hier eben Innovation und Mehrwert. Und zu guter Letzt ein weiterer Vorteil, die Verwaltungsmodernisierung. Denn wenn die öffentliche Verwaltung selber ihre Daten bereitstellt und die Daten auch von anderen Verwaltungen nutzt, dann kann es natürlich zu einer viel besseren Zusammenarbeit zwischen den Behörden kommen. Aber die Daten können eben auch genutzt werden, um verwaltungsinterne Abläufe und Entscheidungen zu verbessern. Also Verwaltungsmodernisierung als ein weiterer positiver Mehrwert von Open Data. Und auch wir auf unserer Fahrradtour haben tatsächlich von Open Data profitiert, denn es gibt durchaus Karten, die Open Data benutzen, um fahrradfreundliche Strecken anzuzeigen. So konnten wir auf dem Rückweg ganz entspannt durch den Tiergarten fahren, wie man hier auf dem Foto sieht, und mussten nicht mehr über die stark befahrenen Straßen mitten durch die Stadt fahren. Zu guter Letzt wollen wir Ihnen jetzt noch gerne ein paar Links zum Thema mitgeben. Und zwar, wenn man jetzt neu in diesem ganzen Thema Open Data ist, ist es wahrscheinlich etwas schwierig, sich vorzustellen, über was für Daten wir hier eigentlich sprechen. Deshalb einmal der Hinweis auf das Datenportal für Deutschland, GovData. Hier liegen tatsächlich alle Daten, die von deutschen Kommunen und Landesbehörden oder auch dem Bundesministerium bereitgestellt werden, an einem zentralen Zugangspunkt. Das heißt, hier kann man einmal draufklicken, da sieht man dann ganz viele verschiedene Kategorien, in die die Daten eingruppiert sind und kann sich diese dann eben kostenfrei auch anschauen und sie runterladen und auch weiterverarbeiten. Das Ganze gibt es auch auf der europäischen Ebene, das ist der zweite Link, das Data Europa EU, das offizielle Portal für Daten zu Europa. Dort liegen dann also entsprechend aus den EU-Mitgliedstaaten die offenen Daten bereit. Ja, und wer sich dafür interessiert, was Fraunhofer Focus zum Thema Open Data macht, der findet mehr Informationen unter dem letzten Link. Nun sind wir auch schon am Ende des Vortrags angekommen. Wir hoffen, Sie haben einen ersten Eindruck erhalten, was Open Data ist. Und falls Sie selber über interessante Daten verfügen, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie diese mit der Allgemeinheit teilen würden und dann eben auch als Open Data bereitstellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.